Hi Leute, wir müssen hier was aufklären. Ätzend. Hiermit beziehen wir Stellung auf den Livestream von Carsten Stahl. Nicht nur wir sind massiv schockiert über die gemachten Aussagen in diesem Livestream, sondern auch andere. Seht selbst. Ich habe so viel von ihm gehalten, aber dass er so ist, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Im Leben nicht. Ich bin geschockt. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute ankommen, die sagen, klärt das doch privat, anstatt es öffentlich zu machen. Nein, tun wir nicht. Er hat es auch öffentlich in einem Livestream getan, also machen wir das auch öffentlich. Wir haben mehrfach versucht, dich zu kontaktieren. Wir haben dir sogar ein Video geschickt, das du auch gesehen hast. Aber anstatt mit uns zu reden, hältst du es für nötig, öffentlich über uns zu reden. Wir hatten damals versucht, zwischen dir und der Polizei Berlin zu vermitteln, damit du offiziell mit der Polizei Berlin zusammenarbeitest. Dies wurde jedoch abgelehnt. Nach einem Treffen mit Polizei Berlin, Staatsanwaltschaft und Rechtsanwälten wurden wir danach im Anschluss von der Polizei Berlin schriftlich von dir gewarnt. Bin ich dann dafür verpflichtet oder hätte das wissen müssen? Wenn es nirgendwo steht, steht es ihm auf der Stirn geschrieben? Sind da irgendwelche Dinge, die da sind? Entscheidend ist, wie man reagiert, wenn man denn die Dinge erfährt. Und dann muss man sich davon distanzieren. Also du sagst, du wusstest vom Ganzen nichts, dabei hast du uns während der Shitstorm-Zeit noch genau diese Audio hier zugespielt. Na, siehst du mal, was so ein Shitstorm alles für sich hat, wa? Bekommt man wenigstens eine Menge Zuschauer. Du und deine Freundin haben uns am Anfang der Shitstorm-Zeit sogar noch extrem unterstützt und ständig Videos und Beiträge geschickt, die gegen uns waren. Bei einem Telefonat hattest du Steve sogar dazu geraten, zu allem öffentlich Stellung zu nehmen. Ich habe dir dieses Video geschickt und du hast sogar geschrieben, gutes Video. Also sag nicht, dass du nichts davon wusstest. Irgendwann kommt raus, dass du in der Vergangenheit mal was Schlimmes gemacht hast. Weißt du, was witzig ist? Du empfindest eine Beziehung zwischen einem 18- und 15-Jährigen als schlimm. Aber wie alt war denn bitte deine Freundin, als du mit ihr zusammengekommen warst? Warum ist es bei Steve schlimm und bei dir nicht? Du sagst selber häufig, du warst 18 Jahre lang kriminell. Aber warum sagst du dann bei Steve, ich wusste nicht, dass er früher was Schlimmes getan hat? Du warst 18 Jahre lang kriminell, Mann! Dann hattest du uns damals das hier geschickt. Früher hatten wir das als schwarzen Humor abgetan, aber nach heutigen Erkenntnissen hat das Ganze einen ganz anderen Beigeschmack. Er sieht, es funktioniert, weil die Leute reagieren, dann kriegt er mehr Reichweite und. Du hattest mir in unzähligen Telefonaten immer wieder erzählt, wie viele Follower du dazu bekommen hast, wie viel Reichweite, der Beitrag, RTL hier, RTL da, dort ein Interview. Und das wirfst du jetzt jemand anderem vor und bezeichnest das als Show? Damit, wenn ich halt sehe, dass jemand daraus irgendwie eine Show macht. So. Du hast ja auch nicht nur gegen uns hergezogen, sondern auch gegen Sebastian und dazu findet ihr das Aufklärungsvideo bei Swingdingeling 2.0. Aus Distanz betrachtet und nach den hiesigen Ereignissen kommen wir zum Ergebnis, dass du nicht so bist, wie du dich nach außen hin immer gerne präsentierst. Deshalb distanzieren wir uns komplett und endgültig von dir und deiner Arbeit. Denn mit falschen Leuten wollen wir nichts zu tun haben.